für Sie und auch für Ihr ganzes Team herzlichen Glückwunsch für diesen Umzug. Ich weiß das aus eigener Erfahrung in meinem alten Amt, was das dann bedeutet, wenn man dann in neue Räumlichkeiten reinkommt, eine neue Wohlfühlatmosphäre letztendlich hat. Und das ist, denke ich mal, auch ein positives Momentum für Sie, letztendlich motiviert, Ihren engagierten Beruf weiterhin nachzugehen. Für mich als der Stadtverwaltung freut es natürlich insbesondere, weil es ist natürlich auch ein schönes Bekenntnis für die Stadt Pforzheim, dass Sie hier mit Ihrer Zeitung sind und natürlich dann auch noch als belebendes Element unserer Fußgängerzone hier sind, also ganz präsent in der Stadtmitte vorhanden sind. Wie gesagt, das freut mich. Und ich habe natürlich in meiner alten Funktion, Sie haben es ja gerade gesagt, ich bin seit 4 Tagen im Amt, Ihren Umzug quasi beobachten können, weil mein Amtssitz ist schräg gegenüber gewesen. Und habe halt gesehen, wie motiviert und mit wie viel Aufwand letztendlich dieser Umzug hierhin dann auch erfolgt ist. Und wir haben uns ja diese Woche nochmal zufälligerweise begegnet. Da haben Sie mir ja auch gesagt, dass Sie dann noch so in den letzten Zügen sind und alles errichten. Das hat, wie ich sehe und finde, wunderbar geklappt. Aus Sicht der Stadtverwaltung, aus Sicht der Stadt Pforzheim und von mir persönlich alles Gute für Sie hier an dem neuen Standort. Ja, und natürlich hoffe ich, wie in der Vergangenheit auch, eben auf eine tolle Berichterstattung, nicht nur von diesem Event, sondern insgesamt und natürlich von einer ausgewogenen Pressearbeit, Herr Bartelt, die sind wir ja von Ihnen gewöhnt. Von daher sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch und gutes Einleben für Sie alle hier. Ja, und ich nehme an, wir werden uns dann in unseren Funktionen demnächst öfter sehen und ich wünsche Ihnen heute, ich nehme an, Sie werden hier noch ein bisschen feiern, auch eine schöne Feier.